lange noch, bis wir da sind? Eine Kistenlänge. Eine Kistenlänge. Da sind wir wieder. Es geht zum Nürburgring. Heute nehme ich mal auf der Rückbank Platz mit Kevin zusammen hier. Und unsere kleine Freundin Kisti, ne? Wir haben Uber-Driver Mirko wieder mit am Start hier. Guck doch mal wenigstens in den Rückspiegel in die Kamera, Mirko. Ach, wunderschön. Können wir uns ein letztes Ringen noch? Plus Japaner, scheiß Wetter, plus eine Kiste Bier. Wir sammeln noch unterwegs ein paar auf und sehen wir uns irgendwann später wieder. Irgendwann später. Wie soll ich denn Vlog filmen so? Wir liegen gut im Zeitplan, Kasti Katharina zu lernen. Wir haben Waldemar hinter uns. Waldemar und Anton und Sarah und Sensen sind auch da. Wir treffen uns einfach gleich am Zwischenstopp wieder. Ich bin schon so angeknallt. Ne? Guck mal, wen wir noch so finden, ne? Ja. Teslon. Da ist einer von uns! Hallo, was machst du? Hör auf! Pass auf, pass auf! So, komm, dann gehen wir runter. Ja, warte. Englisch? Kinderunfreundlich? Ja, Hundi. Das Ding. Da ist Waldemar. Was geht denn? Klar. Anton haben wir heute auch das erste Mal dabei. Sag mal hallo, Anton. Hello. Was machst du da schon wieder? Muschi streichen? Gizmo, oder was? Ich hab keinen Bock auf mich heute. Auf mich hat er auch keine Lust gehabt. Komm, ich geh mal runter. Keine mit oder was? Richtig mit Anschwung. Erst in die Hände spucken und dann auf geht's. Das ist echt gespuckt. Heute bin ich nicht ganz wach, aber ich bin heute direkt am Start. Heute mal mit rein 6-Zylinder-Verbrenner. Nicht mit so einer hässlichen Öko-Kiste wie da neben uns. Hä? Aber ey, macht Bock. Hundertprozentig. Die Supra? Ja, man hätte ich nicht gedacht. Scheiße, Junge. Jetzt müssen wir einsteigen. Viel Spaß. Der ist ja komplett leer gemacht. Da ist ja gar nichts mehr drin in der Karre. Ich sag den Weg an. Ah, ich möchte nicht, dass Mirko vorfährt, okay? Mirko kann nicht vorfahren, der fährt woanders hin. Ja, ich fahr jetzt mal bei Dominik eine Runde mit. Yay! Yeah. Hey. Junge, man hört ja auch jeden Stein, aber ist geil. Es ist geil. Kannst du halt keinen mitnehmen außer Beifahrer, braucht man ja auch nicht. Da qualmt was aus deinem Auto. Scheiße, was ist passiert, du? Hast du mittlerweile rausgefunden, woher du den da kennst? Hallo? Kennen wir uns eigentlich? Nee. Da ist der Kazuko-Aufkleber und Jan. Da ist Jan. Und Anton steht, glaube ich, ein, zwei Reihen weiter vorne noch. Alter, ist das voll hier, hä? Da ist Anton und die anderen. Hier, nehmen den Mercedes einfach. Wir parken in der Reihe dahinter. Unsere Crew hier. Jawohl, guck dir das an, wie geil. Oh, ist das ein dunkelblauer? Oh, geil! Da bin ich ein bisschen neidisch drauf, auf das dunkelblau. Sehr seltene Farbe auch auf den. Ja. Oh,
längste Nürburgring-Runde aller Zeiten. Wir sind nicht mal bis zur Schranke gekommen. Was musstest du? Mussten einen Liter Öl nachkippen. Auf eine Supra, eine nagelneue? Ja, die B58, die ersten, die haben immer, fressen immer ein bisschen Öl. Das ist normal. Und dann bin ich in den Baumarkt genommen, hab ihn dann in die Hand genommen, dann habe ich die Motor aufgeholt und einfach so. Oh. Einfach rein in den Liter. So, du wolltest Liquid Molly Werbung machen. Jetzt musst du noch einen geilen Werbespruch raushauen. Ey, kennt ihr einen schönen Werbespruch für Motoröl? Flutscht, wie es läuft. Und warum legt sich da ein Typ in deinen Kofferraum, Anton? Wir wollen mal gucken, wie groß der ist. Tschüss. Wollen wir den da drin lassen? Ja, genau. Ihn mal draufklatschen? Oh ja. Oh ja. So. Tschüss. 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 Schon der voll. Oh, das ist geil. Er schleift. Da sind dann zwei Personen noch zu viel auf der anderen Seite. Hammer's! Das war die letzte Ziege. Oh, Kamera in der Scheibe drin. Ah. Jan, wie fühlst du dich? Geil. Geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Oh ja, hinten ist voll. Deswegen, also wir sind langsamer gefahren jetzt gerade zum Schluss, damit ein bisschen alles abkühlen kann. Und man muss sagen, der RCF macht schon ganz schön Alarm, ist auch ordentlich fix. Man merkt so ein bisschen, finde ich, das Gewicht zwischendurch. Ne? Aber sonst generell, also Schub, ob du jetzt mit drei Leuten hier drin bist, ich glaube mit zwei, das macht keinen Unterschied. Also der schiebt ganz schön, ne? 20 Kilometer Restreichweite. 20 Kilometer Restreichweite. Einfach mal 100 Kilometer Sprit in einer Runde verballert. V8, das macht Krach in der Nacht. Und in der Tankanzeige auch. Und diese Biene, die ich meine, die heißt. Ey, wo willst du hin, du Otto? Ich kann den Text auch nicht. Wir haben zusammengepackt. Geht's jetzt noch abschließend zur Corona Reisbrett Edition. Da ist schon viel los. Wir haben die letzten Tage ein paar Japaner gesehen. Es war lustig bei Willi und ich würde sagen, wir enden diesen Vlog damit, indem wir einfach zum Abschluss noch mal ein paar schöne Szenen reinpacken. Bis dahin, tschüss. Mirko. Wiederschauen ist reingehauen. Tschö. Ciao.
Guten Morgen. Wie geht's euch alle hier in diesem schönen Morgen? Gut. Ain't no surprise that I can't sleep tonight. My only vice is standing by your side. So won't you love me better? I'm waiting here. I need.